Jetzt machen wir mal eine Kanne. Eine Kanne was denn? Ja, mit Luni. Was sind denn Luni? Das kennst du wieder nicht, ne? Im Ofen. Kanne Luni. Verstehst du? Nee. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Wir machen heute Cannelloni-Auflauf. Eigentlich mit Ricotta, heute mit Frischkäse. Ja, kommt auch ein bisschen Urlaubsstimmung auf. Yes, Italia. Erstmal Spinat, ne, in den Topf rein. Ja, weil der ist noch bisschen eisig. Frozen, wie die Fachkräfte auch sagen. Schön, dann brauchen wir Zwiebeln und Knoblauch. Genau, die schneiden wir klein. Möchtest du lieber die Zwiebel schneiden? Ich möchte auch die Zwiebel schneiden. Ich war letztes Mal Knoblauch-Queen, heute nicht. Ich nehme auch mal ein Brettchen schnell. Ich auch so, für die. Vielleicht gibst du mir ein kleines Brettchen. Na gut, dein kleiner Knoblauch hier. Hör auf, mein Knoblauch zu schämen. Ich darf Knoblauch schämen, ja? Du auch? Ich auch. Du auch, wir dürfen beide Knoblauch schämen. Ja. Mögt ihr Knoblauch? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Mhm. Ich liebe ja Knoblauch eigentlich sehr, aber nicht in der rohen Form, wie ich gemerkt habe. Aber ich habe das Gefühl, es gibt immer nur so zwei Fronten. Entweder Knoblauch-Queen oder ja? Hass. Wenn ihr fragt, über was ich hier gerade rede, wir haben eine Orakel-Challenge gemacht und ich musste sehr leiden. Erst zitronig und dann mit dem Knoblauch. Verstehe. Wenn ihr Bock darauf habt, klickt mich oben drauf, dann kommt ihr da hin. Es war schon sehr funny, aber ich musste auch leiden. Also eine gute Kombi eigentlich, ne? Ja. YouTube in a nutshell. Exakt. Wir leiden, ihr habt Spaß. Ja. Wir machen die Bechamelsoße jetzt, dafür brauchen wir Butter und Mehl. Ich muss mal kurz abwiegen. So, aber meine Lieblingswaage wieder. Wir mögen es noch nicht so gut, ey. Was? Wieso? Ja, weil sie nicht auf mich hört. Das ist immer so achtmal drücken. Nee, du brauchst einfach ein bisschen Geduld. Hab ich nicht. Ja, ich mein, das ist das Problem. Sie ist nicht so jung und frisch wie du. Tut mir leid. 30 Gramm. Das Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. Das ist ja eins meiner Hasswörter, ne? Mehlschwitze, das machen wir nämlich gleich. Ein komisches Wort auf jeden Oder? Fall. Ja, ich finde auch. Das ist doch nichts, was du mit Aber Essen... Aber Schwitze ist sowieso so ein sehr negatives Wort. Mehlsoße. Mehlsoße, ich weiß nicht. Können wir bitte bessere Wörter in die Kommentare für diese Aktion gleich bekommen? Synonyme bitte für Mehlschwitze, danke schön. Ich muss die vorne noch einbuttern und später die Cataloni. Cataloni, das sind katalanische Cannelloni. Ich baue schon mal die Form ein, wo später die Cannelloni reinkommen werden. Okay, ich halte schon mal den Ofen vor. Bist du so Auflaufmensch? Meine Mama hat früher sehr viel Auflauf gemacht, aber ich habe persönlich noch nie, solange ich alleine wohne, noch nie einen gemacht irgendwie. Echt? Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie habe ich das. Du schon? Ja, ich liebe Aufläufe. Und das ist halt auch so, ich wohne ja auch alleine. Du machst einen, aber du isst halt drei Tage davon. Ich bin mehr so Eintopfmensch. Also, also nichts Gleiche, aber geht auch in die Richtung irgendwie. Okay, ich schmeiß rein. Ich schmeiße rein. Einmal den Knoblauch. Das war jetzt ein Dumm mit diesem Rillchen. Naja. Oh, und andersrum, sonst wird das Messer stumpf. Oh. Bilden mit Melissa. So, das sind jetzt die Zwiebeln. Schön umrühren. Schön so. Anschwitzen. Dann. Mehl rein für die Mehlschwitze. Jetzt schwitzt es bisher nur, jetzt muss das Mehl noch reinkommen. Oh, ich freue mich auf neue Wörter. Ja. Mess schon mal die Milch ab. Ich liebe so Zwiebelgeruch. Oh, okay. Zwiebel und Butter, ja. Beste, ey. Are you ready? Yes. Oh, okay. Let's go. Okay, let's go. Ab in die geile Schwitze. So, ach guck mal, der ist hier auch fertig. Schön. Der Block ist gone. Glaubt man nicht. Das kleine Workout hier für mich gerade auch. Ja, ja. Gib deinen Kommentar dazu. Ja, ja. Ja, ja. Anfeuern hier. Ja. Ja. Ich bin so wie diese nervigen Fitnesstrainer, die dann immer so, you can do it. Ja. Einmal. Gut, während du da weiter die Klümpchen rausrührst. Ich schwitze schon, weil das ein Workout ist für mich hier. Werd ich mal unseren Spinat durch ein Sieb streichen, weil da ist jetzt noch ganz schön viel Wasser drin. Das holen wir jetzt mal raus. So, ich glaube, sie ist fertig. Wunderschön. Sehr gut. Bisschen angedickt. Yes. Hier ist auch das ganze Wasser raus. Das ist aber die Hälfte weniger geworden jetzt. Und dazu schmeißen wir jetzt den vorhin angekündigten Frischkäse. Yes. Ich mache mal so lange Salz, Pfeffer und Muskatnuss bei mir rein. Und auch ruhig ordentlich Salz, Pfeffer. Muskatnuss, besser. So, ich schmeiß auch mal den Frischkäse rein. Was ist richtig nice jetzt? Oh. Mhm. Ich habe schon mal den Käse.
der dann später auf die Cannelloni draufkommt. Gibt es da ein Lifehack, wie ich das auch aufmache? Steht da nicht so eine Ecke immer? Absolut, ich habe es hier noch nicht gesehen. Ihr habt jetzt hier Gouda in dem Fall, ihr könnt aber auch Käse nehmen, den ihr einfach wollt. So. Ja. Ja, aber Gouda lieben wir. Während Nico mit dem Käse kämpft. Ich kämpfe mit dem Käse. Würze ich mal die Masse hier mit Salz, Pfeffer und auch ein bisschen Muskatnuss. So. Ah! Dö-dö. Ja. Aber an sich ist das voll das schnelle Rezept, ne, eigentlich? Voll. Cool. Und eigentlich könnt ihr ja da reinstopfen, was ihr wollt und noch damit draufwerfen. Also wenn ihr sagt, ich habe irgendwie noch eine olle Paprika übrig, die sieht nicht mehr so frisch aus. Kleinschneiden rein. Aber wenn du alles nicht mehr nehmen? Naja. Auflauf, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht und sie sagt, hi, dann auch nicht. Und falls ihr jetzt denkt, Mann, ich habe irgendwie Bock, aber gerade keine Cannelloni, wir haben auch ganz viele andere Pasta-Auflauf-Geschichten gemacht, also könnt ihr mal hier oben auschecken. Everything. Everything. So, das muss ja irgendwie in die Cannelloni reinkommen, deswegen füllen wir das mal hier in einen Spritzbeutel. Und kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle, wir haben ja sonst ganz oft diese Latex-Gummibeutel, aber... ja, als wir das letzte Mal Ravioli gemacht haben, war da sehr viel Knoblauch drin und dieser Knoblauchgeruch ging einfach nicht weg. Und dann haben ja ganz lange die Backsachen immer so eine leichte Knoblauchnote gehabt. Also vielleicht habt ihr dann einfach zwei und markiert die irgendwie oder benutzt in dem Fall wirklich einen Eimerbeutel. Okay, Teamwork, ja? Ja, scheinbar. Ich halte jetzt einfach dann die Nudel und dann... spritze ich da schon rein. Da spritze ich da schon rein, genau. Das machen wir jetzt einfach mit allen Nudeln. Yes. Es ist vollbracht, es ist gefüllt. Yes. Da haben wir so eine Lücke. Ja, ich weiß auch nicht. Sollen wir es halbieren oder so? Wir können es ja mal probieren. Wow. Ja, das klappt nicht so gut. Ich glaube auch, das geht nicht. Wir könnten höchstens eine zusammen bauen. DIY. Tja. Ja, DIY Queen. Das ist die schönste von allen. Perfekt. Yes. So. Möchtest du die Ehre haben, deine gut gerührte Bechamel? Kann ich gerne machen. Geil. Okay. Möchtest du die Ehre haben, Käse drauf zu tun? Yes. Dream comes true. Ist so. Ey, ich sag's dir mal in aller Dringlichkeit. Mädchen wollen keine Fotos von euch, wie ihr vor Autos steht oder einen Fisch hochhaltet. Mädchen wollen Fotos von euch, wie ihr eine Lasagne mit Käse zubereitet. Ist Fisch so ein Ding, ja? Ja, ist das so ein Dating-Ding, dass die ganzen Hetero-Dudes dann irgendwie beim Jagen sind oder einen Fisch hochhalten oder so. Das Problem, das kenne ich natürlich nicht. Ja. Deswegen habe ich gerade nachfragen müssen. Keiner will das. Keiner will sehen, wie du vor deinem BMW stehst. Ich will sehen, wie du dich um deine Pflanzen kümmerst und mir eine Lasagne machst. Dating-Tipps mit Melissa. Okay, okay. Kein Käse wird zurückgelassen. Du bist echt so eine, man kann sagen, du bist echt so in den Ritzenpoolen auch, ne? Voll. Ich merke schon. So. Dann mal rein damit. Jetzt in den Ofen. Yes! Es sieht so gut aus. Oder? Na dann, raus damit. It looks so good. Oh. Na dann, rein damit. Oh, ich liebe es, wenn es so brutzelt. Ich liebe es. Mhm. Oh. It looks tasty. Yes. Ich bin sehr gespannt. Das sieht sehr mächtig aus, aber sehr lecker. So. Geht nicht hin. So viel Käse. Das gibt's nicht. Aha. Mhm. Die Zitrone und raus ist richtig nice. Mhm. Mhm. Ja, gibt's so eine frische Note? Mega. Das braucht es auch, finde ich. Ja. Mhm. Also ja, es ist mächtig, aber sehr geil. Exakt. Mhm. Also Leute, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Nudelauflaufgeschichten, dann... Hier gibt es noch gefüllte Muschelnudeln. Und hier gibt es Knallbonbon-Ravioli. Klingt sehr faszinierend auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.